Auch wenn wir ihr die Auszeit mit der Familie mehr als gönnen, sind wir doch froh, dass Kronprinzessin Victoria von Schweden nach ihrem Urlaub endlich wieder zurück auf dem royalen Parkett ist. In Stockholm besucht die 41-Jährige die Premiere des Films Safe im Königlichen Dramatischen Theater. Für das Stück des deutschen Regisseurs Falk Richter hat sich die Thronfolgerin in Schale geschmissen und stellt ihren außerordentlich guten Modegeschmack unter Beweis. Zu einer schlichten Bluse mit langen Ärmeln und V-Ausschnitt in Weiß kombiniert sie einen ausladenden Glockenrock mit grafischem Muster in Form von aufgedruckten Gemälden. Das absolute Highlight dieses Looks sind allerdings die Accessoires. Das knallige Orange findet sich in Handtasche, Schuhen und auf den Nägeln der sympathischen Schwedin wieder. Diese Farbe kann wirklich nicht jeder tragen. Victoria steht sie allerdings ausgezeichnet und harmoniert perfekt mit ihrer zarten Sommerbräune. Im Urlaub konnte die zweifache Mutter offensichtlich neue Energie tanken. Bei der Premiere zeigt sich Victoria ausgelassen wie eh und je und strahlt auf der Bühne über das ganze Gesicht. Da können wir nicht anders, als mitzulachen, denn diese gute Laune ist mehr als ansteckend.